Ich weiß, das ist vielleicht im ersten Blick nicht ganz einfach, aber auch diese Medaille hat zwei Seiten. Wo viel Schatten, ist auf der anderen Seite auch viel Licht. Darf man das noch? Lachen und fröhlich sein und einfach gut drauf sein. Genau jetzt, in dieser Zeit, wo sehr viele Menschen sehr ernst und sehr ängstlich sind. Du weißt, die höchste Kunst des Lachens ist, über sich selber zu lachen. Und die zweithöchste Kunst des Lachens ist, eine Situation, die sehr ernst genommen wird, nicht allzu ernst zu nehmen. Da treffen sich der Coronavirus und der Grippevirus. Und der Grippevirus sagt zum Coronavirus, hey, ich muss dich mal was fragen. Ich weiß nicht, seit einigen Monaten, was ist denn los? Ich hatte immer 5-mal mehr Tote als du. Und jetzt reden alle nur mehr über dich, ich bin kein Thema mehr. Und der Coronavirus lacht und sagt, hey Junge, das ist ganz einfach, Marketing. Das ist Marketing. Wenn es zu ernst wird, dann verliert der Spaß und die Freude. Und dann wird es bitter ernst. Hilft uns das jetzt, hier und heute? Denn wenn wir jetzt zu sehr auf das Ende dieser Krise warten oder wenn wir warten, bis das alles wieder vorbei ist, dann kann es sein, dass wir erstens länger warten müssen und zweitens im Hier und Jetzt Energie verlieren. Uns fließt permanent Energie ab. Und das ist ja genau das, was wir nicht möchten. Schauen wir doch jetzt, dass wir jetzt in Klarheit leben können, in Freude leben können, so viel wie möglich und so gut wie möglich Humor in uns aufbauen. Denn auch jetzt gibt es Möglichkeiten und Chancen, wir müssen sie nur erkennen. Ich weiß, das ist vielleicht im ersten Blick nicht ganz einfach, aber auch diese Medaille hat zwei Seiten. Wo viel Schatten, ist auf der anderen Seite auch viel Licht. Erkenne es, sehe es. Und genau das wünsche ich dir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Fitti!